Ja, moin moin Leute. Na ihr? Heute Mittwoch, nächste Folge. Ja, wusstet ihr natürlich. Und wir machen jetzt einfach mit den ganzen Quests weiter, so wie wir aufgehört haben. Am Montag. Und zwar seht ihr jetzt gerade, ich habe rechts, also rechts seht ihr mein Inventar, das habe ich einfach jetzt komplett verkauft. Ja, also alles, was wir so drin hatten an irgendwelchen Rüstungen, die wir nicht gebraucht haben, oder irgendwelche Kräuter, die wir nicht gebraucht haben. Naja, Kräuter nicht, sondern im Sinne von irgendwie, so muss man so, zu kaufende Items, die wir bekommen haben, bla bla bla. Genau. Und da habe ich jetzt einfach mal alles verkauft und mein Inventar einfach ein bisschen aufgeräumt. Und ja, genau. So, wir haben jetzt gerade die Quest, wir sollen Ghoul-Rippen besorgen. Die bekommen wir hier von dem stinkenden Leichnam. So, haben wir jetzt drei Stück schon. Unten haben wir noch einen stinkenden Leichnam. Und gebe ihm voll Stoff mit deren Eruption. Pam. Bam. So, da ist er auch schon tot. Vier Ghoul-Rippen haben wir jetzt. Da oben läuft noch einer halb rum. Okay, der kam jetzt gerade aus der Erde. Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Ja, das war mir schon irgendwie klar. So, ja, also wir müssen jetzt sieben Stück von denen besiegen. Und danach werden wir sehen, was wir hier noch machen müssen, weil dann zieht es uns wahrscheinlich in die Rabenflucht. Das heißt, dann sind wir hier mit dem Questgebiet durch. Und dann wird es wahrscheinlich in der Rabenflucht, also rundherum um die Rabenflucht, werden wir dann wahrscheinlich nur noch questen. So, fünf Ghoul-Rippen. Was haben wir jetzt hier? Außer Reichweite. Da haben wir noch zwei Stück jetzt. Perfekt. Und dann können wir auch direkt weitergehen. Also können wir die Quest auch wieder abgeben. Und was bekommen wir für die Quest? Ich muss 4000 zuerst etwas EP. anvisieren. Ist schon mal ganz fein. Wir sind ja auch bald wieder Level Up. Wir sind bald Level 25. Also ich glaube, ohne dieses Legion-Ding, ohne diese... Genau, wir sind jetzt Level Up. Wir haben jetzt die Quest fertig. Also ohne diese Legion-Sache da, also dieses Zeug, was es da gab, wären wir wahrscheinlich jetzt erst Level 20. Denke ich mir mal so. Ja. Also daher ist das schon ganz fein, was wir jetzt haben. So, Level 24. Wir laufen jetzt kurz nach hinten, geben die Quest doch direkt ab. Ja, genau. 4000 EP bekommen wir dann von ihm und 14 Silber. Wir haben ja jetzt 64 Gold. Ich denke mal, ich werde auch bald wieder farmen gehen. Schönen guten Tag. Das wird dann wahrscheinlich auch mal eine längere Folge, wo ich dann einfach trotzdem schneide, aber also die jetzt quasi 20 Minuten geht, aber eigentlich eine Stunde geht, wo ich dann einfach diesen ganzen Laufweg rausschneide, wo ihr dann einfach nur seht, wie ich denn gerade Sachen aufhebe, also so wie immer. Und dann einfach alles ins Auktionshaus stelle und bla bla. Also wenn ihr sowas sehen möchtet, nochmal, wie ich denn mit dem Auktionshaus dann farme, dann sagt doch einfach Bescheid. Dann mache ich das auch gerne noch ein bisschen früher. Ja, wir sind jetzt hier wieder in Dunkelheim angekommen und haben jetzt die Quest abzugeben. Mal sehen. Also die wir eben bekommen haben. Dann wird es uns wahrscheinlich jetzt wirklich nach Dunkelheim ziehen. Wo müssen wir hin? Hier durch wahrscheinlich und dann? Ja, genau. So, wer ist das? Der Lord Ello Schwarzhaupt, Ehren Bürgermeister von König Dunkelheim. Feind. Brief an Ello. Ihr Narr, ihr habt uns alle verdammt. Ja, ist ja okay. Ich hab doch gar nichts gemacht. Oder gibt's jetzt einen neuen Für Umhang? die Allianz. Freue ich mich schon drauf. Kleiner getötet. Und warum steht... Alles klar, Kleiner steht mitten in der Stadt. Ist ja klein, der Kleine. Kleiner. Ach, der Kleine. Na komm. Dich kriegen wir doch schnell down. So wie er uns. Ja, so wie er uns. Alter, nehmen wir jetzt halt die leeren Eruptionen und gib ihm. Ein bisschen davon, ein bisschen hiervon. Nochmal heilen. Oh, der tut gut weh. So, davon nochmal ein bisschen, hiervon nochmal ein bisschen. Und dann ist er auch schon tot. So, wir haben jetzt mal den Kleinen besiegt. Kriegen einen Bogen dafür, das ist ja der Wahnsinn. Einen Bogen, Leute.
Wenn die mich nicht mal tragen können. Auch nicht schlecht. So, gehen wir mal zurück zu Ello. Mal schauen. Was kann ich für euch tun? Aha, Level up, Leute. Level 25 sind wir jetzt endlich. Ich freue mich, ey. Also, immer wenn wir ein neues Level erreichen, das geht dann einfach irgendwann. Also, beziehungsweise jede Folge ein Level, das geht schon ab. So, ihr seht, wir haben jetzt hier gerade keine Quest mehr. Und das heißt, es wird uns jetzt zur Rabenflucht ziehen. Oh, das freut mich. Also, nächstes Gebiet jetzt. Was sagt denn eigentlich unser Abenteuerführer? Wir sollen jetzt eigentlich ins nördliche Schlingdorntal. Warum? Nördliches Schlingdorntal ist doch hier drüben, oder nicht? Ne, das Brachland. Warte. Schlingdorntal. Schling, 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 Schling. Schlingdorntal. Hier. Nördliches Schlingdorntal. Level 25 bis 35. Ja gut, das hier geht jetzt bis 25. Ich habe eine ganz einfache Idee. Abbrechen. 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 Auch abbrechen. Und abbrechen. Und zwar seht ihr, wir sollen jetzt hier... Machen wir jetzt hier Questbeginn. Jawohl. Dann melden wir uns jetzt bei Leutnant Doren und machen dann bei ihm die Quest im Schlingdorntal. Weil es bringt ja nichts, hier in dem Gebiet weiter zu leveln, wenn das eigentlich auch gar nicht mehr für unser Level ist. Also wisst ihr, wie ich meine. Oder hoffe ich, dass ihr wisst, wie ich meine. Weil ich denke es mir jetzt halt gerade so, das Gebiet, wo wir jetzt gerade sind, das geht bis Level 25. Und wir sind jetzt Level 25. Und das Gebiet, in das wir jetzt gehen, ins Schlingdorntal, das geht dann bis Level 35. Genau, also hier werden wir wahrscheinlich die nächste Zeit erstmal verbringen. Und ja, würde jetzt sagen, ich überspringe jetzt ab hier. Also ich spule vor und wir sehen uns dann gleich zurück. Also bis gleich. So Leute, und hier sind wir auch endlich angekommen, im Schlingdorntal. Hier etwas? Genau, also es hat uns jetzt ins Schlingdorntal gezogen. Das ziehen wir natürlich an, da haben wir eben bekommen den Umhang. Seid gegrüßt. Grüße. 100 Quests abgeschlossen. Und wir haben sogar gleich noch eine... wir haben sogar gleich noch hier einen neuen Flugmeister und einen neuen Erfolg. Okay. Unsere ersten Quests werden sein, wohl Gefängnisregister und Offiziersakten zu sammeln. Und die zweite Quest sind dann Dschungelarznei zu sammeln. Finden wir beide hier unten. Mal gucken, was jetzt so für Monster auf uns warten. Also junge Panther. Oh, die haben aber gar nicht viel Leben. 600 Leben. Was gibt's denn hier eigentlich? Zinnader und Zinnader. Ui, das freut mich. Das heißt, hier kann ich wieder Zinn farmen. Und wieder Geld verdienen. Muss ja irgendwie meine Familie ernähren, ist ja klar. Aha. Bei denen hier... Von was werde ich denn jetzt hier angegriffen? Ah ne, es war eine... War ein Jäger. Von denen hier bekommen wir dann die Dschungelarznei. Das freut mich. Ah, von dem bekommen wir sie natürlich. Man hat es ja gerade gesehen, dass ich sie bekommen habe. Da hinten sehe ich da schon unsere beiden Sachen, die wir sammeln müssen. Hier haben wir die Offiziersakte. Also, genau, das war jetzt das Gefängnisregister. So, 92er Crit, das war jetzt schon schön. Aber durchgehend so 46 Schaden. Das geht schon ab.
zack. Tja, würden wir von denen nochmal die Arznei bekommen, ne? Wäre ja schon mal so eine feine Aktion. So, jetzt stehe ich wieder um. Ja, dann haben wir jetzt hier vielleicht unsere erste Medizin. Jawohl, unsere erste Dschungelarznei. So, Panther, was kann er denn hier? Warum wird er denn so von Panthers bewacht? Mann, Panthers. Immer diese Panthers. Das ist voll schlimm, diese Panthers. Oh Mann. Ich hab's aber mit meinen Sprachfehlern immer. Kurzen Zenker. Aha. Ja, du, Leute, ich würde aber gern eigentlich nur hier die Arznei haben, ne? Also, mehr will ich doch gar nicht. Ich will doch keinen Stress mit euch. Ich will doch nur Arznei haben. Zack. Bäm. Na, auf. Oh, da ist er auch tot. Das ist zu weit entfernt. Ich habe mir schon gedacht, dass das zu weit entfernt ist. Deswegen bin ich auch hingelaufen. Dschungelarznei. Ich brauche dich. So. Ja, natürlich. Ist okay. Ist einfach wieder richtig selten hier gerade. Ach man. Also so Quests mag ich einfach gar nicht, wo du dann 50 Mobs tötest, damit du 2 von den Dschungelarznei-Dingern bekommst. Okay, wir haben jetzt 2. Also waren es doch nicht ganz 50. Aber schon eine Menge. Und das ist halt so. Das sind halt so Quests, die kann ich gar nicht leiden. Wo ich mir halt denke, so. Okay. Was soll ich sonst machen, wenn ich das Zeug nicht bekomme? Soll ich dann einfach jetzt wirklich 50 Leute töten? Ich meine, wenn man Level Equip hat, dann würdet ihr sehen, es wird einfach zack, zack und hier alles One-Hit, aber nee, das ist leider nicht so. Und dann wäre das kein Problem mit den 30.000 Töten. Aber so ist das halt leider nicht. Joa, Dschungelarznei 2 von 7. Mann. 3 von 7, ey, das ist. Jetzt geht's hier aber los. So, jetzt haben wir auch gleich unser Ding wieder voll. Ich vergesse immer, wie es heißt, ne? Ein Jagdmesser haben wir bekommen. Unsere. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Oh, was hab ich getan? Ah, nee, das war der Jäger. War ja klar. Da hinten ist noch einer. Von dem könnten wir jetzt ja mal 3 Stück bekommen. Das wäre natürlich jetzt chillig, aber niemals. Boah, das wäre fast der erste Gegner gewesen, der tot gewesen wäre, bevor er bei mir war. 4 Stück haben wir jetzt. Ich laufe jetzt einfach mal schnell ins nächste Gebiet. Also da oben. Ah, nee, wo komm ich? Hier ist noch einer. Ich bunker mir jetzt mal ein paar. Auch wenn die mich womöglich töten können. Jawoll. Zack, zack. Der hat einen Trank getrunken. Na komm. Jetzt hätte ich gern 3 Stück. Direkt 3 Stück. Naja, ein. Toll. Das heißt, bei 3 Stück bekomme ich einen. Ist ja auch super toll. Mann. Also das Kämpfen, das zieht sich wirklich, wirklich hart raus, wenn ihr kein gutes Gear habt. Das ist einfach, weiß ich nicht. Also so war ich es ja am Anfang auch immer gewohnt. Das heißt, ohne irgendwie Gear zu spielen. Aber wenn man es dann mal hat, ist man auch froh, es zu haben. Also dann merkt man schon den Unterschied. Und dann wäre man am liebsten nicht mehr ohne das Zeug. So. Aber ich ziehe das durch mit euch zusammen und dann wird das schon. Das klappt schon. So. Und das 7. haben wir bekommen. Und hier, sogar eine Quest entdeckt.
Aha, bringt das Schmetterling. Okay. Ach, wie süß. Wir haben so einen kleinen Raptor hinter uns herlaufen. Ich dachte, das wäre ein Schmetterling. Ach ne, ein Schmetterschwanz. Junges. Okay. Da bringen wir halt das. Schmetterschwanz, Junges. Mann. Warum haben die alle so komplizierte Namen? Also ich weiß ja manchmal echt nicht, was sich Blizzard bei den Namen so gedacht hat. So, Schmetterschwanz, Junges. Man kann doch einfach süß sagen Raptor-Baby, oder? Ich wäre voll für Raptor-Baby anstatt Schmetterschwanz, Junges. Mann. So, hier haben wir einen Schamane. Hier, gehen wir doch gerade die Quest ab. Dschungelarznei, dafür bekommen wir eine neue Hose. Ja, Crit-Ausdauer und Rüstung, das heißt überall mal ein Stück besser. Ziehen wir direkt an. Nicht vergessen wieder, wie eben gerade. 470 HP. Und hier müssen wir jetzt das Schmetterschwanz-Jungs abgeben, oder? Braucht ihr Hilfe? Haben wir schon gerade abgegeben. Es läuft uns immer noch hinterher. Seid vorsichtig. Anscheinend haben wir jetzt ein kleines Schmetterschwanz-Junges, mit dem wir dann zusammen, ne, jetzt questen müssen. Also wahrscheinlich 1-2 Quests mit dem machen müssen. Naja, das war's auf jeden Fall wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Lasst doch gerne mal einen Kommentar da, ob ihr Verbesserungsvorschläge habt oder ob ihr Tipps habt für mich. Kein Problem, alles gerne in die Kommentare. Und mich würde es freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei wärt. Also bis dahin, tschüss.